Willkommen zu diesem weiteren Part von Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich bin ein bisschen krank und ich fühle mich nicht so gut. Wir haben gerade Sonntag, den 13.08.2023, falls euch interessiert. Und ich freue mich über das Hobby, das Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, ob Tears of the Kingdom mein Lieblings-Zelda wird, weil das ist so ein schönes Spiel. Ich bin damit so eine Zeit. Und schlussendlich, Tears of the Kingdom ist ein gutes Spiel. Aber ich verbinde halt damit nicht das, was ich mit Breath of the Wild verbinde. Müsst ihr mir mal ehrlich sagen. Was würdet ihr sagen? Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild? Ich lasse euch auswählen. Wofür wir da sind, ist. Ich will noch die ganzen Sachen hier machen. Und während ich das mache, möchte ich mit euch mal über was reden. Nämlich geht es darum, dass ich mal weiß, wie ich weitergehen soll mit YouTube. Weil ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich einen TOTK 100% Speedrun machen werde. Dazu muss ich halt mal sagen, vielleicht kündige es jetzt an. 100 YouTube-Abos oder 50, ich weiß es noch nicht ganz. Ach stimmt, der muss sich erstmal hinsetzen. Je nachdem werde ich es machen. Entweder 50 oder 100, habe mich noch nicht entschieden. Ja, weil ich habe auch noch ein Leben. Das Ding, es warte, ich guck mal auf speedrun.com, haben sie mittlerweile Hausregeln? Weil das große Problem ist ja, falls ihr es wisst, dass es bei solchen Spielen immer lange dauert, die Break-Regeln zu machen. Kategorie-Regeln. Ja, Break-Rules werden immer noch das. Ja. Break-Rules habe ich immer noch nicht. Also. Weil ich werde es ganz sicher nicht so machen, dass ich mich dann die ganze Zeit durchmachen werde. Also werde ich dann drauf gehen. Wenn ich gerade mal so überlege, eigentlich wäre es ja auch schlauer zu warten, bis eine Person einen Weltrekord hat, weil. Dann kann ich auch einfach nur halt ihm zugucken, weil ich werde jetzt keine Speedrun-Route lernen. Ich werde wahrscheinlich sowieso damit kä zu kämpfen haben. Ja, ich weiß, es ist sehr spannend, was ihr da gerade seht, aber es geht mir auch gerade mehr darum, mit euch zu reden. Zur Not könnt ihr auch was vorskippen, wenn es euch nicht interessiert. Aber ich möchte auch mal so jetzt sagen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo ich den Tears of the Kingdom 100% Speedrun mache, weil ich dann weiß, dass ich immer mehr geguckt werde. Und ich würde dann sagen, ich cutte euch das jetzt einfach mal, wann ich alles fertig habe. So, jetzt das sind jetzt die letzten drei, die wir machen müssen. Und da möchte ich jetzt auch noch was sagen. Ich bin echt froh darüber, dass ich Leute das angucken, was ich mache. Weil ich mal viele Stunden Spielzeit ich jetzt schon da reingesteckt habe. Und da bin ich echt froh, dass jetzt mir auch Leute zugucken. Nämlich, und da möchte ich euch noch was sagen. Das ist mir wirklich wichtig. Scheiße, ich hab's vergessen. Okay, okay. Wobei, ich habe was anderes, was ich sagen möchte. Nämlich, es ist eigentlich sehr schade, dass ich nur 31 Abos habe. Ich habe mal meine Statistiken geguckt. Irgendwie 1,1% der Leute, die mich gucken, sind nur abonniert. Ich steck so viel Zeit in YouTube, das sieht man gar nicht hinter den Kulissen. Nur hinter den Kulissen. Weil ich überlege mir ja wirklich ständig neue Sachen, die ich machen könnte. Jetzt, und das ist halt ein bisschen schade, weil ich habe rein theoretisch gesehen,
können jetzt schon um einiges mehr Abos haben. Also würde ich euch auch sehr darum bitten, zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist nur ein Klick und ich würde mir sehr weiterhelfen und seht mal so. Damit killt, der bringt ja uns auch einen Schritt näher Dings zu machen. Ich habe den Namen vergessen. Den 100% Speedrun, das wollte ich doch alle sehen. Oder? Dann ist das Haus fertig. Ja. Unglaublich. Das war aber auch wirklich alles. Ach, der Leichte der Jugend. In deine komplette Sammlungsfeind gebe ich dir einige Möbel zu Tonner, bitte. Alles klar, Chef. Hey, ich kann mein Werkzeug machen, ich brauche eine Pause. Oh mein Gott, Links eigenes Haus ist fertig. So eine geile Szene. Wisst ihr was? Ich weiß, dass ich euch jetzt mal zeige. Zeige euch jetzt mal einen Glitch, in dem man Sachen duplizieren kann. Nein, ich habe ihn jetzt schon verkackt. Jetzt wissen manche Leute schon, was ich mache. Dann machen wir jetzt mal das hier. Jetzt habe ich hier ein Heiliger-Schild. Und jetzt habe ich jetzt habe ich zwei Heiliger-Schilder. Was ihr ganz gerade nicht versteht, da ich habe mit den Bögen das Spiel überladen. Aber ich hatte das Spiel nicht gecheckt, dass ich ein Chimären-Schild ausgerüstet habe. Hat mir dann ein Heiler-Schild gegeben. Wie stark ist das denn? Das hat sich durch den Mob bekommen. Das könnt ihr mit jeder Waffe machen. Also. Das Einzige, wo ich es jetzt nicht kann, ist jetzt, wenn man es. Ist jetzt mit. Nein. Diego! Und jetzt mit zwei Adlerbögen. Das ist der Originale. Ego! 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 Down! Das werde ich jetzt auch so machen. Ich werde jede Reckenwaffe in dieses Let's Play mit einbringen. Also ich werde jetzt erstes den. Aber jetzt hier den A. Adlerbogen, das ist der beste Bogen im Spiel. Er hat eine hohe Reichweite. Er kann drei Pfeile auf einmal schießen, hat einen hohen Schaden. Besser als der Chimärenbogen, so gesehen. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt als nächstes zum Dorf der Sora, weil wir müssen uns ja noch die anderen Sachen abholen. Ja. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist halt. Oh, ich bin dumm. Digga. Warte mal, habe ich Waffen da? Okay, brauche ich zum Glück nicht mehr. Oder? Wisst ihr was? Ich cutte euch das jetzt und wir machen jetzt erstmal kurz Waffen nach. Ihr seht hier nochmal die Statistik. 65 Schreine, 472 Crocs, 7 Herzen, 2 Ausdauer. 17 oder 18 Herzen, 2 Ausdauerräder. 18. Oh, warte, der Waffenhändler ist noch hier. Ja, ich zeig hier den Feuerstab.
Lange von 20. Okay, Mobkeule. Ich sag's dir, der Typ wird richtig nervig. Der will dann auch noch irgendwann eine Windklinge. Ja. Das kann ich euch wirklich sagen. Geil, wie das hängt. Der will wirklich alles von dir. Ein Doppelschussbogen, eine Windklinge, ein antikes Schwert. Wofür du das vielleicht im Akala-Institut freisetzen musst. Was wir schon haben. Hat's gleich mit jeder. Wirklich, ich hasse diese Quest. Anyway, Road to 500 Crocs. Geil. Oh. Happy, happy. Habe ich Leuchtsteine? Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Alter, Heiliana. Das Router besänftigt, ich kann meinen Dankbarkeit gar nicht mehr zum Ausdruck bringen. Dennoch sind die von Router versucht, stehen noch immer zu spielen. Wegen reparieren mein Kollege. Wo nicht das. Nächste Mal. Nun, tun da vorne eine Meinung mit den Leuchtstellen. So Rana, Hochland sieht man sie überall. Ist auf deiner Reise schon Leuchtstellen gefunden? Ja, okay, 10. Es ist auch eine geile Quest, weil ich spoilere euch, das geht schon weg. Man kriegt da Diamanten. Zwei Diamanten beim ersten Mal und dann beim zweiten Mal einen einzelnen Diamant. Das ist eine extrem gute Geldquelle. Nein, Spaß, Geldquelle ist jetzt. Als Geldquelle ist es Müll. Weil ihr könnt euch das hochrechnen. 10 Leuchtsteine, 700 Rubine und ein Diamant 500 Rubine. Nicht Schuppenanzug, die einzigartige Waffe der berühmten Russen Mifa. Für ihre Heilkraft ist Mifa berühmt, aber sie war auch eine. Aber dass sie auch eine erstklassige Landskämpferin war, ist weniger bekannt. Ja, man muss, ich will ja jetzt nichts sagen, aber gut, Mifa, man hat Mifa eher selten mit der Lanze gesehen. Warte mal, nehmen wir mal ihn hier. Ach stimmt, uns fehlt ja noch. Ach scheiß Windows. Wir haben uns ja noch hier. Da möchte ich auch nochmal erwähnen. Es ist wirklich wichtig auch zu bedenken, dass es sehr extrem viel Speicherplatz auf meine Festplatten braucht. Aber ich musste mir jetzt erst vor kurzem wieder eine 2 Terabyte Festplatte holen, um eine Festplatte spiegeln zu können, damit ich keine Daten verliere. Nicht so wie es ist halt so. Ich habe einmal meine externe HDD, auf der alles drauf ist. Oh, stimmt, der brennt ja. Und dann habe ich noch eine 2,5 Zoll 2 Terabyte Platte und eine 3,5 Zoll 2 Terabyte HDD. Auf dem wird das alles gespeichert. Ah ja. Das steht sogar schon alles fertig. Wait, habe ich schon eine? 13. 14? Die kann man nicht abschließen. Das ist 15. 16. Ja, ich habe so gut wie alle, glaube ich. Da kriegen wir jetzt den Bergspalter. Die Waffe des Kriegen Daruk ist ein der stärksten Schwert überhaupt. Daruk selbst konntest du schon zwei Finger halten. Nein, ja, nein, ich muss kaum hin. Und jetzt würde ich sagen, nein. Dann geht's jetzt mal zu Impa. So. Digga, danke. Ich glaube das erste Mal, dass wir mit Impa reden, dass ich das Masterschwert habe, weil sie reagiert da drauf. Das kann ich mir nicht sagen. Oh, das Schwert hat seinen Meister gefunden. Ich wusste, du würdest es schaffen. Heidi gebannt und du ihr Bild angleichst. Ohne dich ist nur ein Stück Metall. Und auch du kannst ohne das Schwert nicht deine ganze Kraft. Deswegen hat euch
Beiden die Zukunft um Rabett anvertraut, darfst du hoffentlich nicht enttäuschen. Was ist das? Ich kann das fühlen, sie sind alle da. Da, großer Rebali Mifa. Monat Jahren kämpfte auch ich an ihrer Seite. Doch ich konnte nichts tun, um sie zu beschützen. Ich starb, ohne ihr Schicksal zu erfüllen. Stets plagte mich die Vorstellung, ihre unglücklichen Leben würden keinen Frieden finden. Aber jetzt spüre ich sie kraftvoll wie eh und je. Sie hatten die Hoffnung aufgegeben. Gewiss waren alle überglücklich, dich wieder zu sehen. Wenn sogar Revalin ist. Wir haben nur ein Ziel, nun da Garnas Macht geschwächt ist, bietet sich die Gelegenheit, die Zeit ist gekommen, der Prinzessin zur Seite zu stehen. Ja. Garnas laut im Schloss Hyrule. Auch jetzt haben wir den Titan von der Seite mit Garnung. Ist Garnung von einer mächtigen Kraft geschützt. Du solltest mit Bedacht voranschreiten. Garnung, ihr habt gesehen, wenn man ein bisschen. Der, wenn man mit dem Titan ist, gar noch nicht schwer. Okay. Jetzt sind 15. Ja, ich habe alle. Ich warte mal, welche Erinnerungen für mich eigentlich noch? Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Ja, wir sehen uns dann gleich. Keine Ahnung, was abgeht. Vierer Capture Utility hat gerade nicht synchronisiert. Keine Ahnung. Aber dann kann ich auch das Reckengewand nochmal upgraden. Ich habe zwei Nighthawk-Hornsplitter gesammelt. Ja. Da. Das war tatsächlich die erste Erinnerung, die ich hatte. Und dann viel Spaß bei dieser Erinnerung. Digga, der Krog. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was hättest du dann gemacht? Was ich die Erinnerung verstanden habe, die Erinnerung ist so ein bisschen so aufgebaut, weil Zelda hat ja ihre Kraft nicht erwecken können. Und das Problem. Digga, nervt mich. Da war ja das Problem, dass jeder sie dazu gezwungen hatte, die ganze Zeit weiterzumachen. Und dazu gibt es auch eine Erinnerung. Und die hat es halt nicht hinbekommen. Endlich kann ich euch schon sagen, es war was komplett anderes, was so durch das passiert ist. Okay. Mm-hmm.
Ui. Immer schade, dass das Sven-Bomben nicht mehr so funktionieren. Ich ist Jingle. Der Krog, geil. Geil, man kann doch selbst. Ja. Man hat 20 Minuten damit verbracht. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich den Part schon beenden soll. Weil Zeit wäre dann halt jetzt nochmal die kürzer Part. Ja, und jetzt noch. Wenn die Crocs machen soll, weil eigentlich hätte ich irgendwie schon Lust, jetzt irgendwas zu machen. Das ist halt auch ein Nachteil. Kannst halt nicht so einteilen, wie du willst, wenn du das halt für YouTube machst. Egal. Da schon. Ja, ich bin PvP. Ja, ach, ich werde die Spiel wahrscheinlich vermissen. Ich habe so viel gespielt. Und dann kommt halt Tears of the Kingdom und es ist einfach nochmal besser. Nicht auf so eine Art und Weise. Schon irgendwie ein bisschen schade. Seht ihr jetzt, was ich damit meine, wie stark der ist? Ich hab die Kiste auch nicht. Weil normalerweise da ein Soldatenschild drin ist, weiß ich. Auf jeden Fall wird noch eine Compilation kommen, wie ich Breath of the Wild Master noch zu 100% durchspiele. Ich habe jetzt ein Königsschild drin. Und ich hoffe, dass ich da nicht dann irgendwie mal wie Nostalgie oder so kriege. Weil ich normalerweise bin ich nicht so ein Nostalgie-Mensch. Aber bei so Breath of the Wild ist das irgendwie nochmal extrem anders für mich. Ja, und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was farmen. Als so ein paar Edelsteine und so, sodass wir uns bald mal die vierte große Fee besorgen können. Und dann, bye bye.